So, was ist mit 9.5 Live? Bei mir ist gerade das Aufnahmeprogramm gecrashed und deswegen ist das File kaputt. Genau, also ich habe jetzt noch nicht lange aufgenommen. Ich habe jetzt eine Party, die auf Level ist, was ziemlich beschissen ist. Gibt keinen anderen, der Leader ist AFK. Und ich habe bemerkt, dass man hier die Amplis nur bis 101 stacken kann und dann eben nicht mehr. Und ich habe sie genau auf Level 100 festgestellt, dachte mir, ah, nice. Aber gut, ich meine, verständlich. Weil, wie ich schon gesagt habe, ist natürlich auch dann ein bisschen okay. Ja. Ja, ich meine, wir können halt nichts machen. Ich könnte eine eigene Party machen, aber die fülle ich jetzt nicht mehr um 1 Uhr nachts irgendwie. Deswegen können wir das, glaube ich, nicht viel machen. Und sind dann einfach relativ machtlos. Aber gut, ich meine, ich weiß gar nicht, was ist morgen Samstag oder so? Vielleicht habe ich morgen Zeit, ein bisschen früher aufzunehmen oder so. Ich bin jetzt halt relativ stark beschäftigt momentan mit Minecraft. Und ja, wer das so ein bisschen mitbekommen hat, da bin ich ja momentan dabei, was Größeres aufzubauen. Also tatsächlich wirklich was schon Großes, kann man nicht sagen. Ich meine, also ungefähr ein Projekt mit, ich glaube jetzt zu siebt oder so, kann man schon sagen, dass es, glaube ich, relativ groß ist. Und ja, ob das Ganze natürlich erfolgreich wird oder nicht, da muss man mal schauen dann. Ich meine, die Arbeit, die reinging, wir haben einen Online-Side-Counter und von dem vorhergehenden Server waren das jetzt bisher, also gar nicht mal die Arbeit vom letzten Projekt, welches ich übernommen habe und woran ich auch selbst schon entwickelt habe. Nur jetzt das aktuelle bin ich bei, also klar, AFK-Zeiten sind mit dabei, ungefähr 430, 470 Stunden, glaube ich, ungefähr so. Was wirklich eine Menge ist, weil ja, das es ist lang. Es war definitiv auch lang und ich meine, wie gesagt, auch wenn ich ein bisschen mit den AFK-Zeiten mit dabei sind und so. Und klar, aber da ging schon ordentlich was rein. Und deswegen bin ich aber momentan wirklich super, ja, super dran, halt eben jetzt dieses Ding fertig zu kriegen. Und ja, es ist einfach wirklich so mein größter und ich meine, ich habe zwar schon beim letzten gesagt, mein letzter Minecraft-Server und so, aber ich meine, die Community gibt es irgendwie hier. Und es kam halt irgendwie so ein bisschen, ja, ungewollt am Anfang. Aber, ja, ganz am Anfang, ich will jetzt nicht so viel drüber reden, aber am Anfang war es halt irgendwie so, da kam halt, ja, da war ich zwischenzeitlich sogar komplett allein dann. Dann habe ich angefragt, okay, ihr hat Lust, wieder dabei zu sein, beziehungsweise er war vorher schon irgendwie im Team und hat gesagt, er hat Lust zu bleiben. Und dann der vorherige Owner hat dann auch gesagt, ja, er wäre schon noch so irgendwie so ein bisschen dabei. Dann habe ich noch einen Freund gefragt. Dann hat er gesagt, ja, er ist sofort dabei und so. Dann hat der noch einen Freund von einem anderen Server gefragt. Das war von einem Admin von Bavaria Craft. Ich weiß nicht, ob noch wer Bavaria Craft kennt. Es war zwischenzeitlich schon ein Server mit, ich weiß nicht, ich glaube, die haben schon dreistellige Spielerzahlen mal erreicht. Und halt da einen der Admins zu haben und so im Team ist natürlich schon wirklich, ja, nicht schlecht, sagen wir so. Ist einfach nicht schlecht. Und was war noch dabei? Kam noch irgendwer? Ne, ich glaube nicht, oder? Warte, wer ist noch gerade alles im Team? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben jetzt, also ich, der, 5. Oder? Ich glaube 5 Teammitglieder. Dann ist noch ein Freund drauf. Aber jetzt nur ein Spieler. Also wir testen momentan zu 6, beziehungsweise teilweise sogar zu 7. Und das andere coole ist, ich habe mindestens 3 bis 4 Spieler, die ich dann entweder persönlich oder indirekt persönlich dann noch kenne, wo ich auch weiß, dass sie schon mal drauf spielen werden. Das heißt, zum Launch
werden es halt einfach schon mal mindestens 10 bis 15 Spieler sein. Oder also Personen auf dem Server, sagen wir einfach mal so, User, wie auch immer, die online sein werden. Und da ist noch kein einziger anderer Spieler überhaupt mit einberechnet, der irgendwie von außen kommt. Das heißt, dieses Ding wird halt echt. Also, ich glaube, der Launch wird stabil, okay? Das denke ich jetzt einfach mal zumindest. Denn meistens ist es eben so, die Leute gehen die Serverlisten durch. Und ja, wir tragen uns taktisch klug ein in die Serverliste. Ich komme noch mit dazu. Und dann kaufe ich noch YouTube-Werbung mit dazu. Wir wollten erst Instagram oder Facebook-Werbung und so, aber das ist irgendwie mega kompliziert und keine Ahnung, blicke ich nicht durch. Und ey, ich glaube, es könnte schon reinhauen. Ich meine, man muss sich halt wirklich nur mal so überlegen, ja. Wenn normalerweise ein Server startet und allein durch die Vote-Liste kommen schon mal so 10 bis 20 Spieler oder so. Das heißt, wir werden dann schon mal bei 20 bis 30 Spieler. Idealerweise am ersten Tag oder in den ersten Tagen, in der ersten Woche. Also die gleichzeitig online sind. Und dann kommt noch mit dazu YouTube-Werbung. Ja, ich meine, ein 20 rein bringt ungefähr 1800 Video-Werbungen bei potenziellen Zuschauern, Spielern, wie auch immer. Die kann man schon targeten und so weiter. Und ey, also und wie gesagt, dann ist halt einfach ein Server, wo allein programmiertechnisch durch mich einfach schon ja, jenseits von 400 Stunden reingeflossen sind, bautechnisch irgendwie ja, weiß nicht, auch nochmal so 100, 200 Stunden oder so. Und ja, getestet wurden natürlich auch schon locker 50 Stunden oder an die 100 Stunden oder so. Das heißt, es ist halt dann in der Regel auch noch einigermaßen stabil. Ich habe eben Ahnung von dem Ganzen. Ich meine, ich habe jetzt schon 3 Server gehabt. Ich kann Script, ich kann Java, beziehungsweise dieses Mirror-Dingensen da oder Reflect-Dingensen, was eine Mischung aus Java und Script ist. Und ich kann mit Datenbanken umgehen und so weiter. Es heißt, es sollte halt wirklich ein sehr professionell geführtes Projekt sein. Und das ist es halt. Ja. Habt ihr ja gesehen, was passiert ist? Spult mal zurück, wenn ihr es jetzt nicht gesehen habt. Hä? Alter. Ich habe momentan ganz, ganz komische Bugs, also heute ganz, ganz komische Bugs auf Dragon Crusade. Ich habe gerade diese Power-Ups aktiviert, während die dann abgelaufen sind und die haben sich nicht verlängert. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, Sekunde. So, jetzt sind die Dinge da, okay, gut. Ich hatte vorher auch noch so einen komischen Bug, irgendwie ich habe diese Dinge da angenommen, wie heißen diese Dinge, diese Daily-Bonus-Dinge da, diese Login-Bonusse. Da hätte ich jetzt irgendwie auf beiden Charakteren Amplis bekommen, theoretisch, 2 Stück, diese grünen da. Aber ich habe die nie bekommen irgendwie, da stand nur da irgendwie, ich weiß nicht, was da stand, irgendeine Meldung, irgendwie not available oder so, oder reward not, oder not yet available, keine Ahnung. Also auf beiden Charakteren bin zweimal relockt, also mit jedem Charakter einmal und ich habe irgendwie trotzdem nichts bekommen, weiß nicht warum es ist. Also ich erzähle es einfach nur mal so, falls du gerade zuschauen solltest, Dani, dann spare ich mir jetzt einfach die Arbeit, wieder zu schreiben und bin einfach faul und so. Genau, ich meine, es sind keine großen Dinge, also wenn es irgendwelche Gamebreaker wären, dann würde ich schon schreiben und so, aber ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie kaum eine Rede wert, also für mich jetzt zumindest nicht. Ich meine, klar, wer jetzt irgendwie auf die Amplis angewiesen ist oder darauf plant oder so, klar, für diese ist natürlich jetzt ja, uncool, aber ich meine, man kriegt es eh am Anfang mit und keine Ahnung. Ich wüsste es nicht, warum das irgendwie jetzt total schlimm wäre oder so, also keine Ahnung. Okay. Die EXP, ja, Ringmas kriegt natürlich EXP und Mass. Schön. Ich nur leider nicht. Und das stört mich gerade so ein bisschen. Braucht man so ein System, dass man selbst die Party-Dinge umstellen kann für sich selbst? Das wäre wirklich mal noch so ein Ding, wo ich sagen würde, boah, das wäre cool. Und dass die Party-Skills noch angezeigt werden, wenn man relocked ist und so. So Kleinigkeiten halt.
Ich weiß es hier gerade einfach die Amplis hier für nichts halt. Wobei mir die Amplis das gerade relativ egal sind und es geht eigentlich jetzt mehr drum, weil ich halt naja, diese Doppelamplis halt eben noch dran habe. Aber gut, ich meine, sonst hätte ich die jetzt auch nicht gehabt. Ärgerlich, ja, aber was willst du machen? Ey, ist es in meinem Zimmer schon so warm? Es hat draußen irgendwie momentan 13 Grad. Aber in meinem Zimmer ist es irgendwie schon wieder, keine Ahnung, 21, 22, 23 Grad warm oder so. Ich mag das gar nicht, Mann. Ich will es in meinem Zimmer eigentlich eher kühl haben. Ich meine, es ist angenehm irgendwie, nur wenn ich jetzt gerade irgendwie so da hock und gerade näher am Bildschirm bin, der halt irgendwie auch nochmal super viel Wärme abgibt und jetzt irgendwie so rät und so aufrecht da sitzt und wenn ich das nach vorne nehme, ist es einfach so dieses, ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht so Bildschirm, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber es fühlt sich halt einfach viel wärmer an, wenn man aufnimmt oder auch wenn man streamt oder so, als wenn man es halt irgendwie einfach allein zockt. Ich meine hier 63% CPU-Auslastung, 30% GPU. Also es kann es nicht sein, dass es wirklich jetzt irgendwie davon kommt. Das glaube ich nicht. Deswegen, keine Ahnung. Ey, diese grünen Dinger, ich meine, das sind glaube ich, oder wahrscheinlich haben die, naja, ich weiß nicht, haben die noch einen Wert? Ich denke, die haben nicht mal einen Wert, oder? Können wir mal reinballern wegen den 5% Speed. Weil ich meine, es droppt halt wirklich jeder so viele von diesen Dingern. Und ich meine, 30 Minuten PvP reichen die irgendwie für, keine Ahnung, locker in ein GW oder so. Also eins reicht locker pro GW. Und man droppt hier halt irgendwie, weiß ich nicht wie viele. ...7800 Dinge haben wir übrigens mittlerweile. Hier Trank Chips. Warte mal, wann ist das? 105 ist glaube ich nächste Dungeon, oder? Glaube ich muss das sein. Der nächste Daily Dungeon dann. Nicht der Daily Dungeon, der nächste Satzel Dungeon. Ich überlege gerade, ob wir jetzt schon mal nachschauen, so nach Darkon gehen, wegen Quest abgeben. Andererseits, wenn wir halt Amplis wasten. Und ganz logisch gedacht, wäre es eigentlich theoretisch so, dass die XP immer gleich sind, die man kriegt. Und wir jetzt nicht direkt was verlieren würden, oder? Ja. Kommt drauf an, aber. Nee, ich denke, es macht schon Sinn, wenn wir hier noch ein bisschen warten. Oder? Komm. Das war Fail. So, Quest Office. Ach nee, ernsthaft. Nein, 104, Trocklob, nein, scheiße. Ja, das war. Oh, lol, ich habe den Buff vergessen. Oh, wow, Mann, ich bin so lost. Portman schnell nach Minus. Ja, richtiger Minus, läuft. Oder? Oh, fuck. Haben schon wieder eins getroppt, glaube ich, oder? Hatten wir vorhin nicht gerade irgendwie erst 9 noch? Irgend so einem Dreh? Keine Ahnung. So. Also 104 ist eben die nächste Quest. Gut zu wissen. Und warte mal, unser Schaden. Was ist mit unserem Schaden los? Sollten die sich nicht irgendwie stacken oder so? Naja, okay. So, Schaden. Okay, jetzt ist unser Schaden wieder um einiges besser. Alter, wie will die jetzt wieder weghauen? Weapon Level 64.
Ja, Weapon Level, da kann man ein bisschen mehr Progress machen. Aber so, ich glaube, nach 50 oder 60 oder so wird das halt immer echt richtig böse. Also, ich meine, man macht schon ab und zu mal Weapon Level und so, aber ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das Ganze jetzt nach Damage riecht. Ich glaube nach Damage, oder? Entweder Damage oder Monster Kills. Eins von beidem, ich bin mir nicht ganz sicher. Und es ist immer so, dass eben die Anzahl an Monster oder Schaden, die man braucht, ich glaube, random ist. Das heißt, man kann es irgendwie das zweimal hintereinander machen oder dreimal oder zehnmal hintereinander schaffen, was natürlich extrem unwahrscheinlich ist. Aber genau. Ansonsten, man weiß halt eben nie, wann das nächste Level Up kommt. Also das nächste Weapon Level Up. Und deswegen muss man eben so ein bisschen schauen und so und quasi einfach versuchen, das ein bisschen abzuschätzen. Oh Leute, farmt irgendein Zeug, lol. Ich dachte mir gerade schon meine HP, lol. Ja, schön. Definitiv sehr schön. Einfach 8% Attack nochmal, das ist 6,7k Attack jetzt irgendwie. Genau, seht ihr jetzt hier gerade? Das ist eben das Ding. Man kann es x-mal hintereinander schaffen, man kann es irgendwie nie schaffen und so weiter. Also nicht nie, aber so, ja. Kann mal lang dauern, mal wieder kurz dauern. Finde ich eigentlich echt ein cooles System und ich finde auch das Weapon Level echt ein System, welches. Ja, welches eigentlich schade ist, dass es nicht auf jedem Server ist. Also Weapon Levels sind schon. Haben wir es, finde ich. Also ich finde irgendwie so, die geben dem Spiel definitiv noch so ein bisschen eine zusätzliche Aufgabe. Genau, jetzt ein bisschen Glück und so. Aber die machen das Spiel einfach interessanter. Ich meine, klar, es ist auch linear und so, aber in dem Sumpf von Linearität ist es halt irgendwie trotzdem so ein bisschen Abwechslung. Und wenn du halt eine neue Waffe hast und weißt, A, du musst die leveln, B, du weißt nicht genau, wie viel Schaden hast du machst, und C, du musst halt, ja, du hast erstmal so dieses Erlebnis, cool, jetzt kannst du wieder was leveln, kannst du wieder Level-Ups machen und so weiter. Und das finde ich eigentlich schon ganz nice eigentlich. Also, es ist gerade echt so das erste Mal, glaube ich, wo jetzt wirklich am Wochenende, also in Anführungsstrichen am Wochenende, das ist mal Freitag, hier mal, ja, ein bisschen was farmen und ein bisschen Monster killen und so. Und, ja, und hier auch diese Dinge mal droppen. Ich hatte bisher, glaube ich, nie gefarmt, also nie, fast nie getroppt im Prinzip. Kann irgendwas bekommen, oder? Hä? Irgendeine Box läuft da gerade. Crapbag. Ups. Blessing of Goddess. Nice. So, awake mir hier mal am besten. Ach, wobei. Ah, können wir es awaken? Sollten wir es awaken? Was können wir eigentlich überhaupt alles awaken? Okay, Maske können wir nicht awaken. Ne, wir haben im Prinzip eigentlich keinen Nachteil, wenn wir sie awaken. 1% Crit-Schaden, sehr geil. Oh, 4 ST. Oh lol, die erwecken sind richtig gut. Halt genau die Dinge, die wir jetzt brauchen. Halt ich meine HP, STA, STR ist es halt. Und Crit-Schaden. Besser kann sie nicht mehr laufen im Prinzip. Wir waren gerade bei 8.197 Hits mit dem First Hit. Also nicht mit dem, also Non-Crit meine ich. Wir haben jetzt 40 bis 50 Schaden zugekommen. Oh Mann, Nase. Und bei Crits sollten es halt wahrscheinlich irgendwie so das 4-5-fache sein. Also es lohnt sich halt schon irgendwie. Ach nee, warte mal, die Crits sind hier mit Swordcross, genau. Die Crits sind ungefähr wie viel höher? Von 8k auf 14k oder so, glaube ich. 16k. Ja, so ungefähr, ich denke mal so 100% mehr oder so. Wenn es gut läuft. Das heißt,
idealerweise waren es gerade so 100 Damage, die wir zu mir bekommen haben, durch 1% Crit-Schaden und 4 STR. Ja, jeder startet immer klein und so. By the way, ich glaube, wenn das Ampli abgelaufen ist, dann werden wir erstmal Umhang leveln. Weil ich will jetzt nicht so lange mit diesem schlechten Umhang hier rumeiern. Weiß nicht, braucht man nicht, oder? Lieber einen guten Umhang, lieber einen ordentlichen Umhang und nicht so einen Müll hier. Ich glaube, das macht Sinn. Okay, ich würde erstmal sagen, das war's mal mit der Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.